2 Minuten für Dino wird präsentiert von Sporttipp. Zuerst muss ich mich bei der Frau Schanin entschuldigen. Ich habe den Geburtstag vergessen. Tut mir wahnsinnig leid. Aber kann das relativieren. Ich vergesse eigentlich alle Geburtstage. Warum, weiß ich nicht. Es fehlt mir irgendwie der Kalender. Oder es müsste irgendeine App geben. Gibt es keine App, wo man alle Geburtstage kann sammeln kann und die vielleicht auch noch mit dem selber fahrenden Auto verbinden kann, dass das dann geht, gratulieren. Man muss selber nichts machen. Wäre mal eine Idee für die Künstler und Tüftler. U20. Von mir aus gesehen hervorragende Leistung, sie unterhaltsam, die Buben haben Spass gemacht. Auch wenn der Coach Christian Wohlwend gewisse Vorbehalte hatte, hat man natürlich keine Medaille geschafft. Aber im Vergleich mit den Russen zum Beispiel, die zum Teil schon regelmässig KHL spielen, ganz eine andere Erfahrung als unsere Junioren, die zum Teil in der Swiss League spielen und im Ausland. Kann man einfach nicht vergleichen. Von dem her muss man sagen, hervorragende Leistung. Sie Kompliment an die Mannschaft und an den Trainerstaff. Unsere U20 hat auch in Kanada für Schlagzeilen gesorgt und die kanadischen Experten interessanterweise haben sich dann an die Analyse gewagt und haben herausgefunden, dass unsere Ausländerbeschränkung in der National League soll verantwortlich sein dafür, dass die Junioren so gut gespielt haben. Und da muss man sagen, das ist totaler Bullshit. Also, unsere National League hat sehr wenig zu tun mit dem Erfolg dieser Mannschaft. Es sind, glaube ich, 2 oder 3 Spieler, die regelmäßig in der National League spielen. Und das ist ein Grund, wieso wir eigentlich ein Defizit haben. Wenn viel mehr von diesen Jungen eine Chance kriegen würden in der National League, dann würde es anders aussehen. Darum gehen auch so viele ins Ausland. Und in den Junioren haben sie einfach eine Basis, um so gut zu spielen. Also die Mannschaft, die meisten in der Swiss League, Haufen im Ausland, 1, 2, höchstens 3 mit regelmäßigen Einsätzen in der National League. Also das ist sicher nicht der Grund. Diese Szene hier, Justin Krüger vom SCB, was ist denn da gefahren? Also ein Kopfstoß gegen einen Spieler, der kurz in der Nähe vom Goal steht, nachher umgekehrt im Kopf gegen den Pfosten prallt. Also, das ist ein Durchdrehen, wo man sich fragen muss, ob der sie noch alle hat. Also, da muss sicher eine Sperrung kommen. Zwei Minuten für Dino ist präsentiert worden von Sporttipp.